الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister und herzlich willkommen zu einer neuen Vortragsreihe und einem anderen Thema inshallah tabaraka wa ta'ala und zwar das Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Möge Allah azza wa jal uns vor unserem Tode eine aufrichtige Reue bescheren, auf dass wir ein gutes Ende haben, sodass all unsere Sünden vergehen, bevor wir sterben. Bevor ich beginne, ist sicherlich kein Muslim imstande, einfach nach Tagesordnung sein Leben weiterzuführen, ohne jeden Moment zu nutzen, um für unsere Geschwister in Gaza zu beten und Allah zu bitten. Und deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass er unsere Brüder und Schwestern, dass er die Muslime in Gaza bewahrt. Ja Rabbi, du bist der Mächtige, du bist derjenige, der zu allem fähig ist. Bewahre unsere Geschwister in Gaza. Nehme die Verstorbenen als Märtyrer auf. Behandle die Verletzten und beschere ihnen Heilung. Und mache ihre Herzen standhaft. Ja Rabbi, hebe von ihnen dieses Unglück ab und beschere ihnen Sicherheit, auf dass sie ein gesegnetes Leben führen. Dieses Thema, liebe Geschwister, das Paradies, hat aber auch mit diesem Thema eben, was unseren Geschwistern angetan wird in Gaza, natürlich auch zu tun und hat einen Bezug. Und hier möchte ich eine Aya erwähnen. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal in Surat al-Baqarah in Aya 214, oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahin gegangen sind? Not und Leid widerfuhr ihnen, und sie wurden erschüttert, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glauben, sagten, wann kommt Allahs Sieg? Aber wahrlich, Allahs Sieg ist nahe. Allah erwähnt hier in dieser Aya die Voraussetzung, ins Paradies zu gelangen. Und das ist eben der Schnittpunkt oder die Schnittmenge zu unserem Thema, das Paradies. Das Paradies, liebe Geschwister, ist ein Geschenk Allahs an all diejenigen, die die Prüfungen im Diesseits bestanden haben. Ein Geschenk, nicht ein Lohn. Auch wenn es Allah Azza wa Jal als Lohn bezeichnet, Jaza. Es ist aber kein Lohn mit der Bedeutung Gegenleistung. Niemand verdient das Paradies. Warum? Weil die Gaben Allahs viel mehr sind als unsere Dankbarkeit. Die Rechnung bleibt immer offen. Egal wie viel du tust, du betest, du fastest, du spendest, du bist gut zu den Eltern und so weiter. Am Ende ist deine Rechnung immer noch offen. Du wirst nie genug bezahlen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand gelangt ins Paradies aufgrund seiner Taten. Also das ist keine Gegenleistung. Ja Rabbi, ich habe gebetet, ich muss ins Paradies. Deine Gebete reichen nicht aus. Egal wie perfekt du gebetet hast, egal wie viel du gebetet hast, keine einzige Gabe kannst du damit bezahlen. Und es gibt einen Hadith, auch wenn die Gelehrten sagen, er ist unauthentisch, also nicht überliefert vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht authentisch. Aber die Bedeutung ist richtig und es ist erlaubt, wie die Gelehrten gesagt haben, unauthentische Ahadith aufzusagen. Natürlich nicht
erlogene, so dass sie wild erfunden sind, sondern die Überlieferungskette hapert ein bisschen. Ja? Wenn der Sinn richtig ist, aufgrund anderer Belege aus Koran und Sunna. Auf jeden Fall, vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichte. Es heißt, Yawm al-Qiyamah kommt ein Mann und Allah wird ihn fragen, möchtest du ins Paradies aufgrund deiner Taten, also als Lohn, als Gegenleistung, oder aufgrund meiner Gnade? Dann sagt er, ja Rabbi, ich habe dich Jahrhunderte lang, ja, also er hat, Allahu oder Jahrzehnte lang, meine ich, wie lang er Allah angebetet hat. Und deswegen, das ist mein Recht, oder nicht? Also das ist jetzt ich bekomme jetzt meine Gegenleistung. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wiegt eine Gabe, zum Beispiel das Auge. Und schaut, ob die guten Taten, die er vollzogen hat, ausreichen als Gegenleistung. Das Augenlicht, du kannst sehen, du kannst rechts sehen, du kannst links sehen, dein Augapfel ist beweglich, du kannst die verschiedenen Farben sehen, du kannst weit sehen, du kannst nahe sehen. Das sind alles Gaben Allah subhanahu wa ta'ala in ein und derselben Gabe. Also wurde die Ni'mah, die Gabe des Sehens, auf eine Waagschale gelegt und all seine Hasanat auf die andere Waagschale. Und was war schwerer? Was denkt ihr? Das Augenlicht. Das Vermögen zu sehen, also die Fähigkeit zu sehen, war schwerer. Also hieß es, du musst in die Hölle. Da sagte er, ja, Rabb, ich möchte aufgrund deiner Gnade ins Paradies. Auch wenn dieser Hadith nicht authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, die Bedeutung ist richtig. Keine Tat, die du vollziehst, ist Preis genug für eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Also gelangen wir ins Paradies aufgrund der Gnade Allahs. Aber diese Gnade Allahs musst du dir durch die Taten, also musst du durch deine Taten erst einmal zum Kandidaten werden, dass du überhaupt begnadigt wirst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das geschieht durch was? Durch Anbetung. Und daher sagen die Ulama, ins Paradies tritt man nur durch die Gnade Allahs ein. Also keiner wird so viel Ibadat gemacht haben, selbst Propheten nicht, wie der Prophet selbst sagte, alayhi salatu wassalam, als man ihn gefragt hat, auch du nicht? Er sagte, ja, niemand kommt ins Paradies, außer durch die Gnade Allahs. Dann sagte man, auch du nicht? Da sagte er, auch ich nicht. Nur wenn Allah mit mir gnädig ist. Also nur wenn Allah mir es erlaubt. Ansonsten, ich habe so viele Gaben von Allah. Und selbst wenn ich jeden Tag ihn anbete, werde ich nie erreichen, dass die Rechnung beglichen ist. Selbst ein Prophet nicht. Also ins Paradies gelangen wir durch die Gnade Allahs. Die Stufen im Paradies erreichst du aufgrund deiner Taten. Je nachdem die Hasanat. Aber der Eintritt selbst, den bekommt nur dem Allah Azza wa Jal es erlaubt. Nun in dieser Ayah, liebe Geschwister, oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahin gegangen sind? Also Allah Azza wa Jal sagt, glaubt ihr denn, der Weg ins Paradies ist kostenlos, ohne dass du was machst? Ist billig? Nein. Der Weg zum Paradies ist teuer. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Ware Allahs ist teuer. Die Ware Allahs ist das Paradies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Weg zum Paradies wurde geebnet mit Dingen, die die Seele verabscheut. Morgens aufstehen zum Gebet, Geld spenden, standhaft sein wie unsere Geschwister, zum Beispiel in Gaza. Das ist für die Seele etwas Schwieriges, nicht Einfaches.
Das ist der Weg zum Paradies. Warum hat Allah Azza wa Jal diesen Weg so schwierig gemacht, damit auch nur diejenigen diesen Weg beschreiten, die wirklich Allah lieben? Denn ansonsten könnte ja jeder behaupten, er würde Allah lieben. Aber Allah ist der Mächtige, er ist der König. Er möchte jene im Paradies haben, die ihn lieben, nicht die ihn hassen. Wenn du zum Beispiel zeigen möchtest, dass du deine Eltern liebst, dass du deine Ehefrau liebst, machst du das, zeigst du das mit Dingen, die jeder Mensch machen kann? Bitte schön hier, ich gebe dir ein Glas Wasser. So, jetzt, ich habe gezeigt, dass ich dich liebe. Das war eine schöne Geste, barakallahu fik, aber das ist jetzt nicht etwas, was wirklich deine wahre Liebe zeigt. Deine wahre Liebe zeigt sich, wenn du etwas auf dir nimmst oder auf dich nimmst, was dir wehtut. Ob es wehtut, weil du bezahlen musst, weil du verletzt wirst, weil du... Ist ja egal. Ja. Das heißt, so wie es eine Mutprobe gibt, und die ist ja nicht einfach, die Mutprobe, so gibt es auch die Liebesprobe. Und die ist auch nicht einfach. Das heißt, Allah ist der Allmächtige, der König, der Herrscher, subhanahu wa ta'ala, der Majestätische. Also verdient er es, dass er angebetet wird. Aber Anbetung ist was? Ist Hingabe aufgrund der Liebe. Das ist Anbetung. Ibadah. Rayatul Hub, also der Höhepunkt der Liebe, vollkommene Liebe mit Rayatul Khudu', also völlige Hingabe, das ist Liebe. Das ist Ibadah, die Anbetung, dass du Allah anbetest, weil du ihn liebst und dich unterwirfst. Lieben und du unterwirfst ihn dich nicht, das ist keine Ibadah. Das sind Tagträumer. Ja, ich liebe Allah. Allah ist wunderschön. Ja, unterwirfst du dich? Nein, mache ich nicht. Das ist keine Liebe. Das ist, stell dir mal vor, und erhaben ist Allah über jegliche Gleichnisse. Du sagst deiner Ehefrau, deiner Mutter, deinem Vater, jemanden, den du liebst, guck mal, ich liebe dich wirklich über alles und du bist wirklich das Wichtigste für mich und so weiter und so fort. So, jetzt sagt dir deine Mutter, deine Frau, dein Vater, okay, kannst du mir 5 Euro geben? Nö, mache ich nicht. Okay, kannst du mal mir helfen, mich irgendwo hinfahren? Nee, mache ich nicht. Kannst du mal mir, was weiß ich, dies und jenes machen? Nee, mache ich nicht. Ist das Liebe? Da kannst du ein Gedicht schreiben, ja, besser als Goethe und Schiller zusammen, über Liebe und wie sehr du deine Frau, deine Kinder, deine Eltern liebst. Wenn da nicht Handlung dazu kommt, wird jeder sagen, das sind nur Worte. Leere Worte sind das. Leere Worte. Also die Liebe zeigt sich mit Unterwerfung. Wie zeigt sich jetzt Unterwerfung bei Sachen, die einfach sind? Das kann ja jedes Baby. Sachen, die einfach sind. Unterwerfung zeigt sich bei schwierigen Prüfungen. Und das ist auch im weltlichen Leben so. Wie kriegst du ein Zertifikat, dein Diplom, dein Bachelor, Master, Meister, wie sie alle heißen, mit einfachen Prüfungen? Schreib mal, du willst jetzt Doktortitel, ja, Professor, Doktor. Du habilitierst, dann kommt die Uni und sagt, kannst du mal 1 plus 1 ausrechnen? Ist das so? Oder wird das eine schwierige Prüfung sein, die viel Wissen bedarf? Viele Tage und Nächte hast du gebüffelt, und du konntest vieles nicht tun, was du tun wolltest. Warum? Ich muss lernen. Geh doch mal spazieren. Ich muss lernen. Mach doch mal einen Urlaub. Kann ich nicht. Ich muss lernen. Das heißt, du hast Zeit und du hast Geld und du hast vieles eingesetzt, damit du diese Prüfung bestehst. Warum? Weil durch diese Prüfung bekommst du ein Abzeichen. Ja? Ob es Doktor ist, Master, Diplom, ist ja egal, Abitur, ist ja egal was. Und so ist es auch mit dem Abzeichen, diene Allahs. Denn nur mit diesem Ausweis kommst du ins Paradies. Wenn du diesen Ausweis nicht dabei hast, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kommst du nicht ins Paradies. Wie kriege ich diesen Ausweis, diesen Abschluss, dieses Zertifikat? Prüfungen. So wie bei allem. Und die Prüfung
ist entsprechend des Abschlusses. Je nobler der Abschluss, je wertvoller der Abschluss, umso schwieriger die Prüfung. Dein Gehalt ist unterschiedlich, ob du einen Bachelor hast oder einen Master, oder nicht? Und ob du einen Master hast oder ob du einen Doktortitel trägst, oder nicht? So einfach ist es. Und du willst jetzt nicht irgendein Gehalt. Du willst, was wollen wir? Al-Firdaus al-A'la. Möge Allah uns zum Firdaus al-A'la eintreten lassen. Die höchste Stufe des Paradieses. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Allah bittet, bittet ihn um die höchste Stufe. Das heißt, du sollst nicht so genügsam sein. Ja, Rabbi, irgendein Zelt, es gibt ein paar Muslime, ja, möge Allah uns alle recht leiten, die sagen, Hauptsache ich habe irgend so eine Hütte da unten. Nein, nein, nein. Wenn jemand ein Milliardär ist, okay, und der ist großzügig und der hat gesagt, hör mal zu, ich schenke dir was. Wirst du dem dann sagen, okay, darf ich einen Trabi haben, so diese alten DDR-Autos? Oder wirst du sagen, ich darf mir wünschen, was ich will? Ja, du darfst dir wünschen, was du willst. Egal wie teuer. Ich will eine Luxusjacht, bitteschön. Wenn du weißt, das ist ein großzügiger Multimilliardär und er will dir wirklich jetzt was schenken, wünschst du dir dann eine kleine Sache? Eine Hütte, eine Gartenhütte bitte. Oder wirst du dann sagen, also ich kann wünschen, was ich will. Ja, also kannst du wünschen, was ich will. Egal wie teuer. Wirst du dann nicht das Teuerste wünschen. So was ganz Normales. Und so ist es mit Allah Jalla wa Ala. Der Größte, Subhane. Der Großzügigste, Subhane. Wenn er dir sagt, wünsch dir und ich gebe dir das Allerbeste. Sagst du ihm, ich will eine Hütte? Sagst du, ja Rabbi. Ich will der Nachbar des Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam. Ich will ihn jeden Tag sehen, Firdaus al-A'la. Ich will in der gleichen Straße wohnen wie alle Sahaba, radiyallahu anhu. Ich will aus meinem Balkon alle Sahaba sehen. Das wünsche ich mir im Paradies. Und deswegen bitte, ja Rabbi, hilf mir, dass ich meine Sünden verlasse. Das ist unser Wunsch. Denn wir wissen, wir sind schwach. Und wir wissen, die Sünden, die wir tun, sind Hürden, die wir uns aufbauen auf dem Weg zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah, ich helfe euch. Ihr wollt ins Paradies? Ja, Rabbi, wir wollen ins Paradies. Aber ihr seid schwach, oder nicht? Ja, Rabbi, wir sind schwach. Dann prüfe ich euch mal mit Prüfungen und Schmerzen. Die werden all eure Sünden wegschwemmen, sodass ihr in die höchsten Stufen des Paradieses kommt. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt Stufen im Paradies, die Diener werden sie nie erreichen, also die Taten reichen nicht aus. Und so prüft Allah seinen Diener, damit er ihn in die höchsten Stufen bringt. So liebevoll ist Allah subhanahu wa ta'ala. Also sagt Allah in dieser Ayah, ihr wollt ins Paradies? Also erinnert euch an jene, die gewaltig geprüft wurden. Wer sind sie? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam und die Sahaba. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, als er mit der Da'wah begonnen hat und die Mekkaner aufgerufen hat zum Islam, was haben die Mekkaner gesagt? Raus hier. Entweder du hörst auf oder wir schmeißen dich raus. Natürlich hat er nicht aufgehört und die Sahaba, radiyallahu anhum, haben weitergemacht. Also haben sie die Sanktionen beschlossen, raus. Alle Muslime raus aus Mekka. Kein Wasser, kein Essen, keine Hilfe, so wie es manch einer heute sagt, zu unseren Geschwistern in Gaza. Möge Allah ihnen beistehen. Und sie dann noch als Tiere bezeichnet. Wie ein Bruder gesagt hat, ja, es sind Löwen. Möge Allah ihnen beistehen. Wie lange ging das mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wie lange? Diese Sanktionen? 3 Jahre. 3 Jahre, müsst ihr euch mal vorstellen. Das waren keine 2 Wochen. 3 Jahre. Einer der Sahaba sagte,
Ich bin eines Tages gegangen, um meine Notdurft zu verrichten. Und da habe ich uriniert. Und da hörte ich, dass dieser Ton, ja, dieses Geräusch beim Urinieren anders war. Also mit Verlaub entschuldigt, wenn man uriniert auf Sand, ist es ein anderer Ton, als wenn du urinierst auf irgendwas Hartes. Da merkte er, ey, da ist was. Also habe ich hingeguckt, dann fand ich, es ist ein Stück getrocknete Leder. Also habe ich so geputzt und 3 Tage davon gegessen. Zu Beginn der Entsendung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das war nicht zum Schluss, nein, nein. Zum Schluss war was? Sie leben in Medina. Sie haben ihr eigenes Land. Sie breiten den Islam und verkünden den Islam überall. Aber wie hat die Geschichte angefangen? Mit Härte. Rasul sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch. Gibt es einen besseren als den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er ist der beste Mensch. Und dann die Sahaba sind die besten Menschen nach den Propheten. Also von den Nicht-Propheten sind die besten Menschen wer? Die Sahaba. Von den Sahaba, wer sind die Besten? Die Muhajirun. Genau die, die dieses erlebt haben. Diese Sanktion 3 Jahre. Aber warum, ja Rabbi, diese Prüfung zu Beginn? Stellt euch mal vor, liebe Geschwister, es gibt keinen Muslim auf dieser Welt, okay? Du und 100 andere, das war's. Mehr Muslime gibt's nicht. Bleibst du dann standhaft und bist bereit, deine Familie verhungern zu sehen? 3 Jahre? Haben die Sahaba gesagt, ja Rasulullah, also ein Jahr haben wir mitgemacht, aber ja, sollen wir so ewig so lange leben? Nein. Die Sahaba waren dabei. Sie haben den Propheten nicht im Stich gelassen. Das ist der Weg zum Paradies. Das ist der Weg zum Paradies. So zu leben wie die Sahaba. Ja, sollen wir uns das Übel herbei wünschen? A'udhu billah, natürlich nicht. Du sollst immer Allah um Unversehrtheit bitten. Aber was ist, wenn dich Allah prüft? Das ist genauso wie in der Schule. Hoffentlich gibt es heute keinen Test. Hoffentlich gibt es morgen keinen Test. Alhamdulillah, es gibt keinen Test. Allahumma laka alhamd, ich habe noch Zeit zum Wiederholen. Alhamdulillah, die Woche ist vorbei. Aber irgendwann kommt der Test. Bist du auch in der Schule oder wo bist du? Du bist doch an der Uni, du bist doch bei der Ausbildung. Du weißt ganz genau, irgendwann kommt der Test. Und wenn er dann kommt, dann musst du eben die Prüfung bestehen. Die Ulama sagen, das Gute, das Wertvolle entsteht durch massiven Druck. Erdöl, was ist Erdöl? Aus was besteht Erdöl? Wie entsteht das? Ja? Sehr schön. Erdöl ist was? Das sind diese ganzen Überreste, ja, von den Pflanzen und den Tieren und so weiter und so fort. Ja, über Millionen Jahre oder Jahrtausende von Jahren, durch diesen Druck, der die ganze Zeit ist, kommt dieses schwarze Gold heraus. Bei Diamanten dürfte es ähnlich sein. Die beste Generation überhaupt wurde wie erzogen? Durch Druck. Nochmal, das heißt nicht, ja Rabbi, okay, dann gib mir jeglichen Druck, den es gibt. Nein, nein, ja Rabbi, bitte verschone mich. Verschone mich. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat im Bittgebet was gesagt? O Allah, waqina wasrif anna sharra ma qadayt. Und halte von uns fern und bewahre uns vor dem Schlechten, was du bestimmt hast. Du sollst immer um Unversehrtheit bitten. Aber was? Du musst wissen, dass der Plan so ist, dass es Prüfungen gibt. Und dann musst du diese Prüfung bestehen. Diese Menschen, die so geprüft wurden, 3 Jahre lang,
waren dann jene Menschen, die den Islam in alle Bereiche der Welt verkündet haben. Das waren die Sahaba radiallahu anhum wa ardahu. Vorbilder für die Menschen bis Yawm al-Qiyamah. Und Allah sagt hier zu ihnen oder über sie, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glauben, sagten, wann kommt Allahs Sieg? Nicht, weil sie gezweifelt haben. Rasul sallallahu alaihi wasallam zweifelt nicht an den Sieg Allahs. Aber das zeigt, wie schlimm die Situation war. Und dann sagt was Allah? Allah war aber wahrlich, Allahs Sieg ist nahe. Was ist die Botschaft? Wenn wir den Sieg, den Erfolg nur noch bei Allah suchen, dann ist der Sieg nahe. Aber solange du den Sieg suchst bei NATO, UN, was weiß ich, XY, du denkst, du kannst dein Leben so weiterleben, ja, ja, irgendwann die Menschenrechts-Dingens da machen's und so weiter und so fort. Und du verpasst die Gebete, die Frau hat kein Hijab, wir nehmen Kredite und so weiter und so fort. Die Partys sind voll, Alkohol wird getrunken und so weiter. Aber ja, ja, das ist die UNO, die wird's machen. Dann ist der Sieg Allahs sehr weit entfernt. Aber sobald du erkennst und anerkennst, Allah ist der Einzige, der uns helfen kann, dann weißt du was? Ich muss zu Allah kommen. Ich muss das machen, was Allah von mir verlangt. Dann ist der Sieg nah. Sofort. Dann kommt der Sieg sofort. Und deswegen, das müssen wir wissen, liebe Geschwister, diese Konflikte, die werden nicht von heute auf morgen gelöst. Und das sagen wir jedes Mal. Jedes Mal, wenn dieser Konflikt wieder ausbricht. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Allah sieht alles oder sieht er nicht alles? Allah weiß alles oder weiß er nicht alles? Hat Allah nicht mitbekommen, was in Gaza gerade passiert? Allah weiß alles. Das Problem ist, du hast es noch nicht mitbekommen, dass du dich ändern musst. Du hast noch nicht mitbekommen, dass Allah Zeit hat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah wird nicht eilig, nur weil ihr eilig werdet. Allah hat Zeit. Allah hat uns gesagt, ändert euch, dann mache ich für euch alles. Okay, bitteschön, ändert euch. Und ändern wir uns? Nein. Ja, dann wird auch nichts geändert. Wenn ihr Allah, intansurullah, also wenn ihr Allah zum beschützt, ja, dann wird Allah euch beschützen. Was heißt, wenn ihr Allah beschützt? Also wenn ihr die Religion Allahs beschützt. Wie soll ich das machen? Indem ich sie lebe. Aber wenn zum Beispiel Demonstrationen da sind, die Hälfte der Frauen hat kein Hijab, die Hälfte der Männer hat Salat Subh verpennt, entschuldigt diesen Wort, dann nochmal die Hälfte, ja, auch wenn das jetzt nicht so aufgeht, aber ist ja egal, auf jeden Fall. Und dann die nächste Gruppe von Menschen hat Zinsen, Kredite, der hat sein Haus mit Zinsen gebaut, der hat seinen neuen AMG mit Zinsen gekauft. Ja Rabbi, Gaza, ja Rabbi. Und dann fährt er mit seinem Zins-AMG oder was weiß ich, was für ein Auto. Alhamdulillah, also heute haben wir was richtig, heute haben wir geschrien und inshallah, unsere Geschwister in Gaza, inshallah wird es was. Wo lebst du? Wo lebst du? Wer hat dir diesen Unfug erzählt? Bleib du in der Brühe der Sünde und Allah wird euch unterstützen. Hast du das jemals gehört? Steht da irgendeine Ayah? Bleibt in euren Sünden und der Sieg Allahs wird kommen? Das ist das, was wir noch nicht verstehen wollen. Allah sagt, kun, sei. Kun, sei und das war's dann. Dann ändert sich alles. Aber wann sagt er das? Wenn wir Kandidaten werden, dass Allah uns hilft. Also erinnert uns Allah subhanahu wa ta'ala, ihr wollt ins Paradies?
Wisst ihr noch, was mit dem Propheten Muhammad war, sallallahu alaihi wasallam? Und was mit den Gefährten war? Wie haben die denn gelebt? Ihr wollt ins Paradies? Also lebt so, wie sie gelebt haben. Wenn sie in Notsituationen waren oder unterdrückt wurden, dann haben sie was getan? Haben an Allah festgehalten. Sie haben nicht an die Sünden festgehalten. Sie haben sich Allah unterworfen. Aber schauen wir uns mal die Muslime an. Also, und deswegen, natürlich, die Heuchelei ist ja klar. Also, was erwartest du denn, bitteschön, von einem, der gegen dich ist? Wird er dann sich an Spielregeln halten? Das ist doch ganz normal, oder? Ja. Wer Macht hat, der macht, was er will. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass ein Heuchler heuchlerisch ist. Oh, wie kann der Heuchler nur? Oh, das gibt's doch nicht. Warum hat der Heuchler so? Hallo, das ist ein Heuchler. Aber was verwunderlich ist, dass der Muslim nicht zurückkehrt zu Allah. Das ist doch verrückt. Dass der Muslim, der zurückkehren soll zu Allah, sagt, nö, ich will mein Leben so weiterleben mit Zinsen und Lügen, Betrügen, Lästern und so weiter, nicht beten oder vernachlässigen und so weiter. Aber ja, Rabbi, hilf uns bitte. So, Allah hat das nie versprochen. Und deswegen, Allah hat auch sein Wort nicht gebrochen. Da dass es immer noch die Konflikte gibt, hat Allah hier irgendwie etwas versprochen, was er gebrochen hat? Hasha. Nein. Sondern wir wollen nicht verstehen, dass die Situation so lange so bleibt, bis wir endlich zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zu den Namen des Paradieses nach dieser etwas längeren Einführung. Welche Namen des Paradieses kennt ihr? Ja? Jannatul Firdaus. Ja? Adan, genau. Eden, genau. Adan. Ja? Tuba. Okay, das ist eine Sache im Paradies. Ja? Gibt es noch Namen vom Paradies? Al-Jannah, ist ja klar. Ne? Noch Namen? Ja? Jannatu Adn, genau. Oder Gärten der Wonne, was meinst du mit Gärten der Wonne? Jannatu Na'im. Wonne ist Na'im. Ich glaube, das wird aber in Gärten der Wonne, glaube ich, übersetzt. Genau, okay, ja. Ja? Sehr schön, Darus Salam, Haus des Salam, also der Unversehrtheit. Ganz kurz, bevor wir zu den Namen kommen. Erstens, die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a ist, dass das Paradies bereits existiert. Das ist die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Warum? Weil Allah das erwähnt hat im Koran. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Also er ist da, dieser Garten, also Al-Jannah. Ibn Uthaymin rahimahullah sagte, diese Angelegenheit wurde durch Koran und Sunna belegt. Und darüber besteht unter Ahlus Sunnah wal Jama'a ein Konsens, nämlich, dass das Paradies bereits existiert. Daher sagt Allah, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Bereitet bedeutet also hergerichtet. Und dies belegt, dass es jetzt vorhanden ist. Ebenso ist die Hölle jetzt vorhanden und beide werden nie vergehen. Das ist also auch ein wichtiger Aspekt in der Aqida von Ahlus Sunnah und Jama'a. Paradies und Hölle werden nie vergehen, sondern bleiben für immer und ewig. Und Allah Azza wa Jalla sagt über die Hölle, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet, also ist schon da.
Und in der Sunna gibt es auch viele Belege, dazu gehört, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, die Hölle und das Paradies haben miteinander gestritten. Subhanallah. Die Hölle und das Paradies haben miteinander gestritten. So sagte die Hölle, ich wurde mit den Hochmütigen und den Tyrannen bevorzugt. Also in mir sind die schlimmen Leute. Und das Paradies sagte, warum kommen zu mir nur die Armen unter den Menschen rein und die Unangesehenen und Schwachen? Subhanallah. Das heißt nicht, dass ein Reicher nicht ins Paradies kommen kann, sondern das bedeutet, die Mehrheit der Paradiesbewohner gehören nicht zu den Reichen. Warum? Ja, weil in der Weltgeschichte die meisten Reichen nicht an Allah geglaubt haben oder nicht gottesfürchtig waren. Das heißt nicht, dass jeder Reiche, unter den Sahaba gab es auch Reiche. Uthman radiallahu anhu war ein sehr, sehr reicher Mann und gehört zu den besten Menschen. Dem wurde das Paradies versprochen zu Lebzeiten. Aber es ist eben schwierig, die Welt, die Dunya, nur in der Hand zu halten und nicht im Herz zu haben. Das ist der Unterschied. Du willst reich sein? Dann lasse die Dunya in der Hand und lasse sie nicht in dein Herz eindringen. Denn du kannst loslassen, wenn sie in deiner Hand ist. Aber wenn sie in deinem Herzen ist, wirst du bis zum Tod die Dunya verehren. Und das ist der springende Punkt. Dann geht es weiter, da sagt Allah zum Paradies, du bist meine Gnade. Durch dich werde ich, wen ich will, von meinen Dienern mit Gnade behandeln. Und er sagte zur Hölle, du bist meine Strafe. Durch dich bestrafe ich, wen ich will, von meinen Dienern. Beide werden befüllt. So wird die Hölle erst dann voll sein, wenn er, also Allah subhanahu wa ta'ala, sein Bein reinlegt und sie dann sagt, genug, genug. Dann wird sie voll sein und sich zusammentun. Dabei wird Allah keinem einzigen von seinen Geschöpfen Unrecht antun. Und das Paradies, so wird Allah dafür weitere Geschöpfe erschaffen. Subhanallah. Wir, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, glauben an diese Ahadith und nehmen sie so, wie sie überliefert wurden. Und wir fragen nicht nach dem Wie. Wie sieht das Bein Allahs aus? Allah hat gesagt, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das, sagt das. Punkt, aus, Ende, Schluss. Wir lehnen es nicht ab, wir deuten es auch nicht um. Es heißt Macht, es heißt Fähigkeit, es heißt irgendwas. Nein, nein. Hat er Fähigkeit oder Macht gesagt? Er hat gesagt Bein. Punkt, aus, Ende, Schluss. Dann sagen wir das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber wir wissen, es ähnelt nicht dem Geschöpf. Ja, das alte Beispiel, wenn ich sage, du hast einen Tisch. Hat das Beine oder nicht? Hat Beine. Und du hast Beine oder nicht? Und ein Krokodil hat Beine oder nicht? So, wer kommt jetzt auf den Gedanken, da es bei diesen drei, Tisch, Mensch, Krokodil, der gleiche Begriff ist, sehen die Beine gleich aus. Guckt mal auf eure Beine, sehen die aus wie Krokodile? Alhamdulillah. Also die Übereinstimmung im Wortlaut bedeutet nicht die Übereinstimmung in der Art und Weise. Ist das klar? Wenn jetzt die anderen sagen, aber es geht gar nicht um Bein oder nicht, es geht darum, egal wie es aussieht, es ist ein Körperteil, kommen die anderen und sagen, ja, die Sekten, es geht nicht darum, wie die Form ist, es ist egal, wie die Form ist, du bestätigst hier ein Körperteil, dann sagen wir, siehst du das Gleiche, was wir gesagt haben über Bein? Das Gleiche sagen wir über Körperteil. Körperteil bei dir ist nicht so wie Körperteil bei dem, ist nicht so wie Körperteil bei ihm. Ist das klar? Also der Begriff, dass du sagst, ist ein Körperteil, das ist bei dir Mensch. So, wir sagen nicht, Allah hat Körperteile. Hat er von sich gesagt, er hat Körperteile? Nein, also den Begriff benutzen wir nicht. Wenn er also sagt Bein, Allahu a'lam, wie es ist. Wir wissen, Bein ist nicht Hand. Das wissen wir. Aber wissen wir die Details darüber? Nein. Also belegen wir, also bestätigen wir, Allah hat Beine. Gibt es irgendeinen Sahabi, der gesagt hat, Obacht, aufpasse, du darfst nicht sagen, Allah hat Beine.
Gibt es irgendeinen Sahabi? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, wie sie alle heißen. Hat das Abu Hanifa, rahimahullah, gesagt? Du darfst nicht sagen, bei? Nein. Also von daher, die Sahaba, radiallahu anhum, haben dies bestätigt, ohne zu diskutieren. Assalamu alaikum. So einfach ist das. Wichtig ist jetzt was, nicht, dass wir jetzt jahrelang diskutieren, Bein und so weiter, sondern wichtig ist, dass du weißt, Jahannam wird gefüllt. Möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, bewahre uns vor dem Höllenfeuer. Ja Rabbi, wir wollen weder die Hölle riechen, noch sehen, noch hören. Und das Paradies wird, so wird Allah dafür weitere Geschöpfe erschaffen. Das heißt, im Paradies, wenn alle Menschen drin sind und der letzte Mensch bekommt wie viel? Wie viel kriegt der? Ja? Drei goldene Erben, irgendwie sowas. Eine Erbe voller Gold. Nee? Genau, bitte? Genau. Die Dunya, das was in der Dunya ist. Und bei diesem Hadith, liebe Geschwister, das darf man nicht so schnell, also nicht, dass es haram ist, aber ich meine, damit man das genießt, die Dunya, jetzt denk mal über die Dunya. So ein paar Stellen, wo er sagt, oh Allah, da würde ich gerne mal Urlaub machen. Ihr macht keinen Urlaub? Ja, was ist so, ja? Ich sag mal, Neuseeland, yani, zum Beispiel, ja? Die Landschaft, von der Landschaften her, ja? Ja? Ja, Rabb. Ja, Rabb, Al-Quds. Ja, Rabbi, lass uns in Beit al-Maqdis beten, ja, Rabbi al-Alamin. Ja, Rabbi al-Alamin. Du kriegst das, was in der Dunya ist, und 10-mal dazu. Schau dir die beste Villa an. Von Allahu A'lam wem. Ja? Die Yachten. Halbe Milliarde Yacht, 600 Millionen Yacht. Ja? Das sind Städte auf Meeren. Das ist nichts. Das ist nichts. Der Letzte, der aus Jahannam rauskommt und ins Paradies reingeht, das heißt, die anderen, die sind schon lange drin, der bekommt so viel wie in der Dunya und 10-mal dazu. So, wenn jetzt der Letzte drin ist, dann ist immer noch so viel Platz und so viel Herrlichkeit und Genuss und Dinge im Paradies, dass Allah nochmal Geschöpfe erschafft. So gewaltig ist das Paradies. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sagte, das Paradies und die Hölle wurden bereits erschaffen. Wer behauptet, dass sie noch nicht erschaffen wurden, der leugnet den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und den Koran und glaubt nicht an das Paradies und die Hölle. Kommen wir jetzt tatsächlich zu den Namen. Wie lange haben wir noch? Afwan? Okay, inshallah. Möge Allah unsere Zeit segnen. Al-Jannah. Warum ist es wichtig, die Namen zu lernen? Zum einen, dass du damit Dua machst. Dass du jedes Mal so einen Namen vom Paradies nimmst und sagst, Ja Rabbi, gib mir Al-Jannah. Ja Rabbi, ich will in Adan, also Jannati Adan, sein. Und so weiter. Dass du Bittgebete machst. Dann natürlich Bedeutungen. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, abgeleitet ist der Name vom Verbergen bzw. Verdecken. Also woher kommt der Name? Jannah. Wie auch der Begriff Janin. Janin ist Embryo, der im Bauch, da er im Bauch verborgen ist. Also Jim und Nun, vielleicht hatte ich schon mal erwähnt, diese zwei Buchstaben in einem Wort deuten auf etwas hin, was verborgen ist. Wie Jinn, verborgen. Wie, was gibt es noch? Junun, Majnun, ist jemand, dessen Verstand ist verborgen, also ist nicht da. Sein Verstand ist nicht sichtbar. Ja, also ein Verrückter, meine ich. Ja, also geisteskrank. Ebenso der Begriff Jinn
da sie vor den Blicken der Menschen verborgen sind. So auch Mejin ist ein Schutzschild. Ja, Schutzschild. Weil es das Gesicht beschützt und verbergt. Auch Mejnun, da sein Verstand verborgen und bedeckt ist. Ebenso wurde der Garten Jannah genannt, da man darin mit all den Bäumen bedeckt wird. Somit verwendet man diesen Begriff nur für einen Ort, der viele verschiedene Bäume enthält. Möge Allah uns in Al-Jannah eintreten lassen. Dann haben wir Darus Salam. Allah Azza wa Jal sagt, für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Er ist ihr Schutzherr für das, was sie zu tun pflegten. Also die Wohnstätte des Friedens. Dar ist Wohnstätte. As-Salam ist Friede, Unversehrtheit. Al-Baghawi sagte, das Paradies wurde Darus Salam genannt, da jeder, der dort eintritt, von jeglichem Unheil unversehrt bleibt. Eine andere Meinung lautet, dass der Grund ist, dass jeder ihrer Situationen mit dem Friedensgruß verbunden ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Beginn, Udkhuluha bisalam. Also betreten sie in Frieden und in Sicherheit. Udkhuluha bisalamin aminin. Also zu Beginn wird dir dieser Gruß gegeben. Und Allah sagt, und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Und Allah sagt, weder hören sie darin unbedachte Rede, also unnötiges Gerede, noch Anklage der Sünde, sondern nur den Ausspruch Frieden. Also Salam. Illa qilan. Salaman, salama. Und weiterhin sagt Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Und ihr Gruß darin, also die Paradiesbewohner untereinander, ist was? Salam. Und Allah sagt, Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Salamun qawlan min rabbir rahim. As-Sa'di sagte, das Paradies wurde Darus Salam genannt, weil sie von allen Makeln, Problemen, Kummer und Sorgen und anderen bedrückenden Dingen unversehrt ist. Wenn wir solche Wörter hören, liebe Geschwister, und dann wieder an unsere Geschwister denken in Gaza, an unsere kleinen Geschwister, die dort tagtäglich bombardiert werden, die Menschen, die gefallen sind, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie aufnimmt als Märtyrer. Die sind in Darus Salam. Denen geht's gut. Die haben es geschafft. Die sind im Paradies, wie es Allah versprochen hat und wie der Prophet versprochen hat. Aus mehreren Gründen. Erstmal, sie sind in Trümmern. Wer in Trümmern ist, auch wenn es kein Krieg ist, wie Erdbeben oder so, er ist ein Shahid. Was ist dann, wenn diese Trümmer verursacht wurden von Feinden, die angegriffen haben? Dann umso eher, oder nicht? Und deswegen, es tut natürlich weh. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, dann sollen bitte 100.000 dort sterben. Nein, wir wünschen natürlich nicht den Tod. Aber wenn der Tod jetzt eingetreten ist, vor dem Tod müssen wir alles daran setzen, den Tod, also ich will nicht sagen zu entkommen, aber versuchen, dass die Leute nicht sterben. Das müssen wir versuchen, so gut es geht. Auch wenn es nur mit einem Wort ist, dass du sagst, das ist ein Verbrechen, ein Genozid ist das. Das ist ethnische Säuberung, was dort passiert. Du willst ein paar tausend Kämpfer fangen, kannst du nicht 2 Millionen Leute bombardieren. Was ist das für eine Logik, bitte? Dann hol deine Navies, was weiß ich, Special Forces und so und deine Agenten und such sie. Wenn du Mann genug bist. Aber wenn du sagst, Wallah, guck mal, ihr habt 5000 Kämpfer, also 2 Millionen dürfen nicht Wasser trinken. Was ist das? Was ist das? Und da zeigt sich wieder die Heuchelei, Menschenrechte und so weiter.
Wo gibt es Sanktionen, bitteschön? Ah, nein, tut mir leid, jetzt müssen wir da wirklich die Handbremse ziehen. Kein Wasser, das geht gar nicht. Wir werden die Unterstützungen jetzt canceln, bis Wasser läuft. Normalerweise, wenn man wirklich redet von Menschenrechten, müsste das sofort, hör mal zu, jetzt die unter sich, ja, die unter sich sagen, ja, wir verstehen euch und bla bla bla, aber Sekunde, das Wasser muss laufen. Mach Wasserhahn wieder an. Geht ruckzuck. Dann helfen wir dir, sagen die, ja, die Kuffar unter sich. Aber nein, Wasserhahn ist zu, wir helfen euch. Uneingeschränkte Solidarität. Also bist du mitschuldig. So einfach ist das. Wenn du dem Mörder hilfst, unschuldige Menschen sterben zu lassen, Krankenhäuser werden bombardiert, Krankenwagen werden bombardiert, und du sagst uneingeschränkte Solidarität, dann bist du ein Mörder. Oder wie ist das? Hilfe zum Mord ist was? Auch eine Straftat, oder nicht? Also, wenn wir diese Wörter hören, Darussalam, dann wissen wir, dass unsere Geschwister, die unterdrückt wurden, die getötet wurden, dass sie, inshallah ta'ala, in einer viel schöneren Welt nun leben. Noch einmal, vorher müssen wir alles daran tun, sie zu beschützen. Aber wenn es nun jetzt passiert ist, die gestorben sind, möge Allah mit ihnen gnädig sein und sie als Märtyrer aufnehmen, dann ist es ein Balsam für unsere Herzen, sie sind im Paradies. Dann gibt es, beziehungsweise dann sagt er weiter, Sa'di rahimahullah, dies erfordert, dass die Wonne in ihr absolut vollkommen ist, sodass niemand vermag, es zu beschreiben und kein Wünschender sich je eine andere Wonne für Geist, Herz und Körper wünschen würde. Also ist alles vollkommen. Das Beste, was es überhaupt gibt, ist in Daru As-Salam. Dann haben wir der Garten der Ewigkeit, wie wir gerade gehört haben oder noch nicht. Allah Azza wa Jal sagte, sag, ist das besser? Oder der Garten der Ewigkeit, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Er ist für sie Lohn und Reiseziel. Ash-Shawkani rahimahullah sagt, die Beschreibung des Paradieses als ewig weist darauf hin, dass die Wonne unaufhörlich ist. Also der Genuss hört nicht auf im Paradies. Subhanallah. Wenn du das weißt, wenn du das hörst, warum willst du dann diesen vergänglichen Genuss auf Kosten des Paradieses genießen? Okay, jeder sündigt. Möge Allah uns vergeben. Aber warum dieses Beharren auf die Sünde ohne zu bereuen? Warum willst du dein Leben so weiterleben? Kein Gebet oder Gebet vernachlässigen oder eben irgendeine andere Sünde. Warum? Warum? Warum bereust du nicht? Warum kehrst du nicht zu Allah zurück, wenn du weißt, der wahre Genuss ist im Jenseits? Ich sage immer wieder, stell dir mal vor, jemand sagt, hör mal zu, ich biete dir zwei Sachen an. Eine von beiden. Entweder du kriegst jetzt ein Schrottauto, entschuldigt den Ausdruck, ja, also ein schlechtes Auto. Es fährt noch, ja, aber ganz schlechtes Auto. Sofort, kriegst Schlüssel sofort. Oder du wartest ein Jahr und du kriegst einen Maybach. Wer von euch würde sagen, nein, 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 ich will jetzt. Was soll ich bitte schön ein Jahr warten? Jeder von uns, denke ich mal, oder, würde sagen, geht's dir noch gut? Ein Jahr, Habibi? Das ratzfatz ist das Jahr vorüber, oder nicht? Dann fährst du einen Maybach. Vielleicht weiß er nicht, was ein Maybach ist. Deswegen sagt er, ich will das Auto jetzt. Ja? Aber such dir ein Luxusauto aus, wie du willst. Jeder von uns kann ein Jahr warten dann, oder nicht? So ist die Dunya. Warte doch ein bisschen. Wie lange wirst du noch leben? Wie lange wirst du noch leben? Also 100 Jahre wirst du nicht mehr leben. Noch 100 Jahre wirst du auf keinen Fall leben. Oder wie alt seid ihr so, ja? Die Jüngsten? Gibt es unter 20 jemand?
Ja? Wie alt? 17. 117, möge Allah dir ein langes Leben geben, ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall sagen wir 99,9% von uns in 100 Jahren, möge Allah mit uns gnädig sein. Dann sind wir unter der Erde. Spätestens, wenn nicht heute Abend. Aufgrund von Allahu A'lam was. Okay. Älteste unter uns hier? Wie alt? MashaAllah, 40? Allah ihr werdet. Gibt es über 40? Ja. 41? MashaAllah. 50 noch nicht? Okay, die 40-Jährigen, willkommen im Club. Ja? Bin auch 40. Möge Allah uns ein gutes Leben geben. Was empfindest du, wie schnell sind die 40 Jahre vergangen? So, oder nicht? Also, das geht ruckzuck, oder nicht? Oder die 20, 17 Jahre, wie schnell sind sie vergangen? Sehr schnell. Selbst wenn du 100 bist, wirst du sagen, die Jahre sind schnell vergangen. Nuh alayhi salam sagte, wie es überliefert wird, er sagt, also nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, er sagte, also israelitische Überlieferung, die Dunya, die 950 Jahre, die er gelebt hat, ja, Da'wa, nur Da'wa war das, ja, er sagte es genauso wie eine Wohnung, ich bin von einer Tür raus, von der anderen Tür, von einer Tür rein, von der anderen Tür raus. Zack. Also lohnt es sich, wegen einem Genuss, der nicht lange andauert, den ewigen Genuss zu verlieren. Dass du sagst, nö, ich will nicht beten. Ich will so leben, wie ich jetzt lebe. Mit meinen Sünden bleibe ich auch so. Derjenige, der sündigt und bereut, Alhamdulillah, immerhin, also das müssen wir ja machen, ja, dass wir immer nach Sünden bereuen, zurückkehren zu Allah, viel Gutes tun. Das müssen wir tun. Aber diejenigen, die nicht bereuen, denen ist das egal, die werden den ewigen Genuss leider dann vielleicht nicht bekommen, außer Allah Azza wa Jalla rettet sie mit einer aufrichtigen Reue. Dann haben wir die bleibende Wohnstätte. Das hatten wir noch nicht, oder? Na. Und sie sagen, und sie werden sagen, alles Lob gehört Allah, der den Kummer von uns hinweggenommen hat. Unser Herr ist wahrlich allvergebend und stets zu Dank bereit. Er, der uns durch seine Huld in die ewig bleibende Wohnstätte versetzt hat, in der uns keine Mühsal widerfährt und in der uns keine Ermüdung befällt. Also Allah Azza wa Jal sagte, الذي أحلنا دار المقامة, also die Stätte des Bleibens, dort bleibst du. Das zeigt, also sehr viele Namen deuten darauf hin, dass das Paradies ewig ist. Um was für eine Botschaft zu vermitteln? Dein Genuss hier ist nicht ewig. Warum tauschst du das um? Den ewigen Genuss schmeißt du weg für einen kurzen Genuss. Ja, ich will aber auch einen Swimmingpool haben und eine Riesenvilla und ein fettes Auto. Habibi, im Halal, bitteschön. Du hast das Geld im Halal, kauf dir eine Riesenvilla mit Swimmingpool, mit 10 Autos, mach eine Yacht für eine halbe Milliarde. Hast du Geld? Kauf im Halal. Aber das Problem ist jetzt, nee, ich habe das Geld nicht. Es geht jetzt nur im Haram. Entweder Zinsen oder im Haram im Sinne von ja, Lügen, Betrügen, Klauen und so weiter. Warum? Weißt du denn nicht, dass du im Paradies die schönste Yacht haben wirst, die es überhaupt gibt? Du willst, jeden Genuss, den du haben willst in der Dunya, den kannst du dann haben hier im Al-Qiyam. Du musst eine Party machen, Halligalli. Jetzt Haram. Kein Wein, kein Gold für Männer,
يوم القيامة في الجنة يا أخي, dann kannst du deine Party auf deiner schönsten Yacht machen. Warte doch die 20, 30, 40, 50 Jahre. Assalamu alaikum. Guck mal, es gibt Leute, zum Beispiel, du bist jetzt 20, sag mir Bescheid, wenn es fertig ist. Ne? Mashallah, Allahumma barik. Es gibt Leute, die denken jetzt an ihre Rente, oder nicht? Allahu alam, vielleicht müssen wir mit 90 erst, können wir dann in die Rente. Ja? Auf jeden Fall, man denkt an die Rente. Und dafür ist man bereit, heute, jetzt, ab jetzt, du bist 20, ja, 30, weniger Geld zu haben. Was mache ich? Ich muss in die Rentenkasse einzahlen. Ich muss in die Rentenkasse einzahlen. Oder nicht? Da zahlt man, Allahu a'lam, wie viele Hunderte von Euros in die Rentenkasse. Oder man spart, der andere sagt, ich spare Gold, ich spare Gold, ich spare Gold. Also du zahlst. Isst du jetzt und trinkst? Nee, das Geld muss ich jetzt sparen. Für was? Wenn ich 70 bin. Also, das ist das gleiche Prinzip. Lass Haram weg, damit du fil Jannah alles genießen kannst. Das ist das gleiche Prinzip. Anlegen in was? In Firdaus al-A'la. Höchste Stufe des Paradieses. Dann ein weiterer Name. Garten des Zufluchtsorts. Allah Azza wa Jal sagt, was aber jemandem angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Also جَنَّةُ الْمَأْوَى, das ist der Name. جَنَّةُ الْمَأْوَى, Garten des Zufluchtsortes. Du flüchtest vor diesen Problemen in der Dunya zur Unversehrtheit im Paradies. Und deswegen, liebe Geschwister, wir wissen, Gerechtigkeit spätestens, wenn nicht schon in der Dunya, spätestens Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, die Unterdrückten werden im Paradies sein, die Gläubigen. Und die Unterdrücker, die werden dann in der Hölle schmoren. Außer wer vor dem Tod zurückkehrt zu Allah Azza wa Jalla. Das ist wieder was anderes. Aber wenn ein Tyrann nicht zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, nicht um Vergebung bittet, nicht alles wieder gut macht, so gut er kann, und er stirbt als Ungläubiger, dann wird er seine Strafe bekommen, Yawm al-Qiyamah, fi Jahannam. Und deswegen, und ihr seht auch, liebe Geschwister, bei den Tyrannen, gab es einen Tyrann, dem es gut ging? Namrud. Einer der größten Tyrannen aller Zeiten, so wie Pharaon. Also man sagt, es gab vier größte Tyrannen überhaupt. Dazu gehört Namrud. Von der Zeit von Ibrahim, zur Zeit von Ibrahim, alaihissalatu wassalam. Wie ist der gestorben? Weiß es jemand? Ja, genau. Was ist mit dieser Mücke, Fliege? Genau. Die ist irgendwie in sein, ja, Nase oder so, Allahu alam, irgendwie ist es in seinen Kopf. Und dann hat er sich immer geschlagen. Und irgendwann reichte das nicht mehr aus. Dann sagt er, ich schlag mich bitte mit einem richtigen Stein. Bomb tot. Guckt mal, Allah Azza wa Jal schickt immer die winzigsten Geschöpfe, um die größten Tyrannen zu erniedrigen. Das heißt, Allah Azza wa Jal kann alles, oder kann er nicht? Natürlich kann er. Aber er entscheidet wann und wie. Warum? Nochmal, wir sind in der Prüfung. Wir sind in der Schule. Wir sind im Diesseits und nicht schon im Garten des Zufluchtsortes, im Garten der Unversehrtheit. Da sind wir noch nicht. Und deswegen, wenn wir das wissen, liebe Geschwister, dann können wir auch mit den Schicksalsschlägen und Prüfungen besser umgehen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala mit den schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass er unsere Geschwister in Gaza und überall die Muslime bewahrt. Auch die Erdbebenopfer in Afghanistan, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie als Märtyrer aufnehmen, möge die Verletzten, möge Allah azza wa jal sie heilen. Und überall anders, wo Muslime unterdrückt werden,
und Leid ausgesetzt sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen standhaft sein lassen. Möge Allah sie festigen. Möge Allah ihr Vertrauen auf Allah stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reichlich belohnen für ihre Schmerzen. Möge Allah azza wa jal uns bewahren vor jeglichem Unheil. Möge Allah azza wa jal uns ein gutes Ende geben. Ja Rabbi, lass unsere besten Taten unsere letzten Taten sein und unsere schönsten Momente jene Momente sein, in denen wir dich sehen. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten. Lass uns mit unseren letzten Atemzügen das Glaubensbekenntnis aufsagen und vereine uns mit unseren Familien im Paradies. Wa sallallahumma wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.